Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Ich freue mich so total, dass ihr wieder eingeschaltet habt und habe heute wieder eine Videorezension für euch, wie ihr unschwer am Titel gelesen habt. Und zwar geht es heute um einen Thriller, als Roman betitelt, um Sabine Tieslers Nachts in meinem Haus, erschienen im Heine Verlag, hat 511 Seiten, ist mir zu Rezensionszwecken zur Verfügung gestellt worden. Ich habe jetzt hier die Hardcover-Ausgabe in den Händen und die kostet 19,99 Euro. Und wer aber lieber das Taschenbuch lesen möchte, das ist auch schon erschienen und kostet 9,99 Euro. Ich wollte das Buch von Sabine Tiesler gerne haben, weil mir schon mehrere Romane bzw. Thriller sehr gut von ihr gefallen haben. Und zwar ist das Hexenkind, habe ich schon von ihr gelesen. Dann Nachts. Eines Nachts stirbt ein Vogel oder so ähnlich. Jetzt muss ich mal spicken. Und draußen stirbt ein Vogel. So, ich merke mir den Titel immer nicht. Und die Totengräberin. Alle drei Bücher haben mir sehr gut gefallen. Und wer Sabine Tiesler noch nicht kennt, muss immer wissen, sie hat einen sehr ruhigen Schreibstil. Ihre Geschichten, die kommen so auf leisen Sohlen. Zumindest das, was ich bisher gelesen habe. Und sie hat so einen Hang zur Toskana und sie liebt irgendwie Italien. Und ihre Geschichten, die spielen immer länderübergreifend in Deutschland und Italien. Alles Dinge, die man mögen muss. Und ja, in dieser Geschichte passiert schon sehr viel auf den ersten 30 Seiten. Es ist nämlich so, dass wir von dem Künstler Tom lesen. Tom ist ein Maler und ist ein sehr eigenbrötlerischer Maler und er ist ein hervorragender Maler. Und ja, er ist ein sehr gefühlvoller Maler. Der ist sehr glücklich verheiratet, eigentlich. Und es passiert in seinem Haus ein sehr schrecklicher Vorfall, der ihn zwingt, in seinem Kopf zwingt, zu flüchten in die Toskana, in ein Dorf, das im hinterletzten Eck ist, wo ihn keiner kennt, wo er den Vorfall verarbeiten kann und weitere Schritte sich überlegen könnte, kann. Ja, okay, bis wieder Ruhe eingekehrt ist und der Vorfall sich erstmal erledigt hat. Genau, und aber in diese Flucht ist auch nicht gerade das Tollste und außerdem hat dieser Vorfall eine Kettenreaktion von unsinnigen Handlungen der verschiedenen Protagonisten hervorgerufen und so nimmt die Geschichte seinen Lauf. Ja, ich kann leider inhaltlich nicht so viel verraten, weil es passiert auf den ersten 30 Seiten sehr viel und dieser Vorfall bringt so einen Stein ins Rollen, die zu tun haben mit seiner Ehefrau, mit seinen Freunden, mit seinen Geschäftspartnern, mit ihm selbst. Und deswegen kann ich leider da nicht so viel verraten. Und es ist auch nicht umsonst so, dass auch auf dem Klappentext fast gar nichts steht, ne? Ja. Ich habe mir sagen lassen, dass Sabine Tiesler nicht jedem gefällt und man nicht immer so mit ihren Geschichten klarkommt oder mit ihrem Schreibstil. Das habe ich mir jetzt auch schon öfter sagen lassen. Ich muss sagen, ich gehöre zu den Tiesler-Fans. Ich mag ihren Schreibstil und ich muss jetzt langsam auch mal anfangen, mir die restlichen Bücher von ihr noch zu Gemüte zu führen, weil ich habe jetzt, wie gesagt, das ist jetzt erst das vierte von ihr, was ich gelesen habe und was mich begeistert hat. Und ich habe mich mit dem Protagonisten mitgefiebert und ich habe mich aber auch aufgeregt. Also ich hatte jetzt so für mich keinen Sympathieträger dabei. Jeder hat mich irgendwie genervt. Aber was ich nicht schlimm finde, weil sie waren stark gezeichnet und ich brauche nicht immer jemanden, den ich mag. Und das hat mir gut gefallen. Und mir hat es gut gefallen, was die verschiedenen Handlungen, ob vernünftig oder unvernünftig, meistens waren sie echt unvernünftig, aus den verschiedenen Intentionen, was da so passiert ist. Also das hat so eine Kettenreaktion oder einen Stein ins Rollen gebracht, wo ich mir gedacht habe, geht's noch, Leute? Was soll sowas? Und ich muss sagen, am Ende des Buches, ich spoiler natürlich nicht, meine Rezensionen sind immer spoilerfrei, ich war nicht befriedigt am Ende, aber eher so wie, wenn man einen Liebesroman liest und es gibt kein Happy End. Also es war schlüssig. Und so, und aber irgendwie hat mir das Ende natürlich nicht gefallen, aber ja, weil das nicht überzogen war oder ich kann es euch nicht sagen, ohne zu spoilern. Damit war ich auch sehr zufrieden und ich fand das Buch auch wahnsinnig spannend.
Und mein Freund zum Beispiel hat das Talent, mir immer irgendetwas erzählen zu müssen, wenn ich gerade an einer spannenden Stelle bin. Das ist meistens bei Thrillern, wenn es so auf den Schluss zugeht. Ja, das war da nicht so, denn es war auf den ersten 30 Seiten schon spannend und natürlich hat er da das Reden angefangen und ich, hallo, ich höre dir nicht zu, es ist spannend. Ja, so war das auch da. Es ist nicht immer permanent total spannend, es ist teilweise auch so ein bisschen wie ein Kriminalroman, den man so liest, aber hat dem Spaß überhaupt keinen Abbruch getan. Also ich war von der ersten bis zur letzten Seite begeistert und kann auch jetzt erstmal keinen neuen Thriller lesen, brauche erstmal so ein paar Tage Pause, um das Ganze sacken zu lassen, weil es lässt einen schon, die Geschichte lässt einen schon trotzdem irgendwie nachdenklich zurück. Was ich gut finde. Also eine Geschichte, die mir erstmal im Gedächtnis bleibt und ich wahnsinnig gut fand. Und ja, habt ihr schon was von Sabine Thiesler gelesen? Mögt ihr das so, wenn das so länderübergreifend ist oder so länderspezifisch ist? Weil das haben ja einige Autoren, die so ein Faible haben für so spezielle Landschaften. Und wie gesagt, das ist bei Sabine Thiesler eben die Toskana. Und ja, schreibt mir das bitte gerne mal in den Kommentaren und ich hoffe, euch hat meine Videorezension gefallen. Wenn ja, zeigt mir das mit einem Daumen nach oben, vergesst nicht, mich zu abonnieren und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!